roter Teppich, Stars und plötzlich Gewitter, ein Filmfestival wie zum Beispiel das Cannes bringt Glamour. Auch in Stadl Luzern soll es künftig so ein internationales Filmfestival geben. Mari Gutknecht aus der Radio Bilanzos Redaktion, was ist denn da genau geplant? Ja, im Oktober soll zum ersten Mal das internationale Filmfestival von Luzern stattfinden. Etwa 120 Schweizer und internationale Produktionen werden dabei gezeigt. Das Festival ist ein paar Nummern kleiner als das Filmfestival zu Cannes. Trotzdem soll es nicht an Glamour fehlen. Mindestens die Schweizer Filmständli sind dabei, sagt Guido Bächler, Präsident vom Verein, der das Festival organisiert. Wir haben schon gewisse Schweizer Stars, bekannte Leute, die sich schon angemeldet haben und gesagt haben auf unsere Anfrage, mal, da bin ich sicher dabei, da komme ich. Teil von denen, da können wir auch vielleicht ein bisschen etwas Spezielles erwarten, was wir mit denen werden machen am Festival, wenn sie schon mal bei uns sind. Das wird sicher auch den Glamour-Effekt haben. Der VIP-Abend ist ein Red Carpet-Abend. Nehmen will den Guido Bächler zurzeit noch nicht nennen. Dafür sei es noch zu früh. Was man jetzt schon sagen kann, ist, dass das Filmfestival einen Preis vergibt, so wie die Goldige Palme zu Cannes. Wobei aus Gold sagt der Luzerner Preis nicht. Es wird ein in der Zentralschweiz hergestellter Award sein, also eine Statue ähnlich. Es wird eine Überraschung sein. Es wird nicht eine goldige Statue sein, es wird kein Oscar sein. Es ist etwas ein bisschen neu, anders, wo aber auch die ganze Region in dieser Statue verkörpert, wenn man es so sagen will. Eine Jury vergibt Preise in den verschiedenen Kategorien, wie etwa Spielfilm, Kurzfilm oder ein bester Schweizer Film. Was bringt denn das internationale Festival der Stadt Luzern? Also seit etwa zwei Jahren wird die Stadt Luzern mit mehr Filmmachern dazu bewegen, ihre Filme zu Luzern zu drehen. Mit dem internationalen Filmfestival können wir vielleicht den ein oder anderen Produzenten auf Luzern locken. Und wer weiss, vielleicht kommt Luzern künftig in ein paar Blockbusters vor. Das Filmfestival bringe aber auch direkt den Hoteliers etwas, ist der Guido Bächler überzeugt. Ich habe zum Beispiel vom einen Produzenten zugesagt, dass er mit seinem ganzen Team wird auf Luzern kommen, weil er eh schon lange hat einmal die Stadt besuchen und jetzt einen guten Grund hat, um zu kommen. Und das wird sicher in der Stadt Luzern und in der Umgebung etwas bringen. Es werden sicher sehr viele Hotelübernachtungen buchen durch das. Viel ist beim Internationalen Filmfestival von Luzern noch unklar, so etwa wo neben dem Verkehrshaus sonst noch Filme gezeigt werden. Für den Guido Bächler steht aber fest, dass das Festival vom 19. bis zum 23. Oktober wirklich stattfindet. Der Mari Gutknecht aus der Radio Pilatus Redaktion. Im Herbst haben wir also hier in Luzern das erste internationale Filmfestival. 120 internationale und Schweizer Filme werden dann in diesen Tagen gezeigt.